Der Convenience-Markt ist unheimlich stark nachgefragt. Immer mehr Menschen möchten sich unterwegs mit Essen und Getränken versorgen, und zwar in einer hohen Qualität. Ich glaube, dass dieses Angebot noch sehr, sehr viel stärker verbreitet sein sollte. Und deswegen drängen halt eben auch unterschiedliche Anbieter in diesen Markt, wie Supermärkte und andere. Wie wird sich der Kanal noch weiterentwickeln? Wir sind hier auf der Eurocis. Ich denke, dass viel, viel stärker Technologie eine Rolle spielen wird an diesen Kanälen, und insbesondere, weil es sehr, sehr stark um Schnelligkeit geht. Während man in einem SB-Warenhaus, also in so einem Real, der durchschnittliche Kunde 45 Minuten braucht, braucht er an der Tankstelle 90 Sekunden, und diese 90 Sekunden werden schon als häufig zu langsam empfunden. Das heißt, im Moment wird darüber nachgedacht, dass man an der Zapfsäule bezahlen kann, dass man eben an der Zapfsäule auch schon die Produkte bezahlen kann, die man drinnen dann einfach mitnimmt. Muss man natürlich immer aufpassen mit entsprechend Diebstahl und Ähnlichem, aber die Technologie gibt das her. Dann gibt es Technologie, die einfach es dem Anbieter erleichtern, seine Kunden auch anzusprechen. Also da gibt es dann Digital Signage, das Stichwort, dass die genau erkennen, wenn ich an der Zapfsäule zum Beispiel stehe, ich bin rund um die 40 eine Frau und bin mit einem Fiat vorgefahren, sage ich jetzt mal, und können dann entsprechend mich auch ansprechen oder können wissen, dass mittwochs morgens ganz besonders viele Frauen an der Tankstelle einkaufen, während es freitags nachmittags mehr Herren sind, und können dann entsprechend ihre Sortimente umgestalten oder halt eben Ansprache über Monitore entsprechend gestalten.